Frankfurter Buchmesse schlägt ein neues Kapitel auf. Unzählige Verlage und Autoren versammelten sich im Herzen Europas, um ihre Werke den Fachbesuchern und dem Publikum zu präsentieren. In diesem Jahr hat auch der kleine Medikus wieder etwas Neues zu erzählen. In einer Neuauflage des Bestsellers schickt ihn sein geistiger Schöpfer, Professor Dietrich Grönemeyer, erneut auf ein Abenteuer durch den menschlichen Körper. Viele der interessierten Fachbesucher nutzten die Gelegenheit für ein persönliches Treffen und eine Autogrammstunde mit dem Autor. Das Nanolino, der Bodynaut, nicht nur in Buchform, sondern auch auf der Kinoleinwand erneut auf Entdeckungsreise durch den Körper geht, entstamme einer besonderen Motivation, so Professor Dietrich Grönemeyer. Dies zu erklären, war am vergangenen Freitag seine Aufgabe. Tatkräftig unterstützt wurde er dabei von der Fernsehmoderatorin Annika de Buhr. Hallo, herzlich willkommen bei der großen Welt des kleinen Medikus von und mit Professor Dr. Dietrich Grönemeyer. Wenn es ihn nicht gäbe, dann würde es den kleinen Medikus nicht geben, die neuen Bücher würde es nicht geben, den Kinofilm schon gar nicht, die neuen Maxis auch nicht, die es im nächsten Jahr im Lesser Verlag, der Verlagsgruppe Oettinger, geben wird. Professor Dietrich Grönemeyer, was ist denn bei dem kleinen Medikus aktuell so los? Was sind die großen Herausforderungen? Also die erste Herausforderung ist, er muss seinen Opa, den wir gerade gesehen haben, von diesem Nanoroboter befreien, der das Gehirn manipuliert. Und gleichzeitig will er ja Arzt werden und bewundert die Schönheit des menschlichen Körpers von innen, die ich ja als Radiologe auch jeden Tag sehe, aber ich würde sie gerne genauso sehen wie der kleine Medikus auch. Aha, wie ist das möglich? Wie geht das? Ja, der kleine Medikus wird geschrumpft auf Staubkorngröße durch Zufall und gerät in ein Boot von seinem Freund und Arzt, dem Dr. X, einem chinesischen Arzt, und seiner Assistentin Mikro Minitech, wird ganz klein geschrumpft und kommt in den Körper rein auf einmal und reißt durch den Magen-Darm-Trakt durchs Gehirn und lernt dabei auf dem Kampf gegen diesen Roboter und auf den Abenteuern, lernt er eben den Körper kennen. Wie haben sich das alles ausgedacht? Wie sind Sie darauf gekommen? Das Problem ist, wir haben zunehmend Rückenschmerzen in Deutschland. 70% der 10- bis 17-jährigen Menschen haben mittlerweile Rückenschmerzen. Der medikamentöse Diabetes, Altersdiabetes, jetzt bei Kindern angefangen. Meine jüngste Patientin ist 13 Jahre alt mit einem Bandscheibenvorfall, Schlaganfälle mit 20, Herzinfarkte im gleichen Alter. Das heißt, es muss was getan werden. Das Gesundheitssystem muss sich ändern, aber vor allem durch Wissensvermittlung. Und die muss spannend sein, das muss Abenteuer sein. Das kann nicht mit erhobenem Zeigefinger sein, sondern ja, reintauchen, das in die Welt. Das ist eigentlich mein Motto. Und dabei lernen. Ihre ganz besondere Idee ist ja die vom Bodynauten. Das hört sich schon mal ziemlich cool an. Wir haben es ja auch in einem Filmausschnitt gesehen. Was kann ein Bodynaut? Ein Bodynaut ist eben der Astronaut im Körper. Also er lernt, wie er sich im Körper bewegen muss, hat auch diesen Anzug an und den Helm, kriegt seinen Sauerstoff und der kleine Medikus schwimmt ja auch im Blut und die Killerzellen kommen dabei, lernt er, wie die Killerzellen funktionieren, was das sind. Es geht nicht alles gut bei dieser Art. Nein, aber wir verraten da nicht zu viel. Nein, selbstverständlich nicht. Ob es Nanolino gelingen wird, seinen Opa Erwin auch dieses Mal zu retten, kann ab sofort nachgelesen oder ab dem 30. Oktober im Kino verfolgt werden.